Das hätte ein schöner Abend werden können, ne? Und jetzt kommt hier einer und erzählt was über Reifen. Super. Ja, ich möchte ein bisschen was über Reifen erzählen, weil ich denke, die meisten von euch wissen eher so, ja, große schwarze Dinger mit einem Loch in der Mitte, ne? Das ist so ein bisschen langweilig. Aber Reifen können viel mehr. Wir haben hier schon, ich hätte mal besser einen Tanklaster nehmen sollen, bei der ganzen vielen Essigsäure, die wir da vorhin gehört haben. Wir haben Reifen in LKW-Anwendungen, in ja, harten Anwendungen, wie beispielsweise Gelände. Und wir haben natürlich Autoreifen. Und ich das schneiden wir raus. Ich glaube nicht. So, aber Reifen sind halt nicht Reifen und deswegen müssen wir uns mal wirklich unterhalten, was es für Reifen überhaupt gibt. So, und zwar haben wir neue Reifen, alte Reifen, Standardreifen, coole Reifen, dunkle Reifen, crazy Reifen, Fahrradreifen, Einzelreifen, Zweifachreifen, Vierfachreifen, Autoreifen, Busreifen, Lasterreifen, Schäferreifen, Treckerreifen, Flugzeugreifen und dreckige Reifen. Ja, ganz wichtig. So, so apropos dreckige Reifen, sind die eigentlich immer schwarz und rund? Ich meine, man kann tolle Weihnachtsbäume draus machen, wenn man kreativ ist, ne? Aber in Wirklichkeit steckt in so einem Reifen echt eine Menge Technik. Ja? Und wir haben da Stahllagen halt wirklich drin, wir haben da unterschiedliche Gummicompounds drin. Und ich möchte jetzt einfach mal so auf so ein paar feste Sachen halt mal wirklich eingehen, die jetzt auch vielleicht ein bisschen wichtig sind. Und fangen wir mal einfach an mit den Stahlträgern. Ja? Und manche Damen kennen das ja, Stahl muss manchmal auch ein bisschen was halten, in dem Fall halt auch. Ja? Aber hier hält es den Reifen halt auf der Felge drauf. Ja? Besteht halt aus normalen Stahlfäden, die halt ein bisschen zueinander rumgezwirbelt sind. Um halt wirklich Luft im Reifen zu haben, brauchen wir auch eine Gummimischung. Ja? Das ist quasi wie so ein ja, Luftsäcklein. Ja? Besteht aus ganz vielen Komponenten. Hier mal so ein paar einfach dargestellt, was so alles in so einem Gummicompound alles drin sein kann. Und schließlich haben wir auch noch ein Korsett, ja? Der das nämlich alles schön zusammenhält und in Form hält, dass das nicht wie so ein Ballonreifen dann einfach aussieht. Ja? So, aber kommen wir mal zu den Sachen, die man auch wirklich sieht. Ja, und da kommen wir zum Beispiel zur Seitenwand. Ja, da steht dann auch immer schön der Name drauf, Continental zum Beispiel. Ja, schützt eigentlich nur und ist halt eine Menge für Produktinformationen. Aber was halt so passiert, wenn ihr jetzt auf der Straße mal schön über so einen Bordstein kachelt, ja, seht ihr hier mit 50 km/h. Ich würde euch raten, ja, den Reifen danach nicht mehr weiter zu benutzen, spätestens dann nicht, wenn ihr solche Schäden seht am Reifen. Ja, das wäre ein bisschen uncool. Ich würde euch raten, kauft euch einen neuen, vielleicht auch besser zwei gleich. Ja, pro Achse mal nur ein Reifen wechseln ist blöd. Wir haben hier, das nennt sich Snakebite. Ja, das kommt halt durch diese Quetschstellen dann an der Stelle. Wir können hier schöne Luftblasen wirklich erzeugen, hat aber zur Folge, dass eigentlich die Karkasse, nämlich das Korsett, eigentlich in Wirklichkeit gebrochen ist. Ja, also wenn ihr sowas an eurem Reifen seht, wechseln, ganz wichtig. Ja, wir haben dann natürlich auch so ein paar Gürtellagen. Ja, so, die sitzen dann manchmal auch ein bisschen strammer. Soll letztendlich nur den Reifen stabilisieren, dass das alles schön bei euch auf der Straße bleibt. Und je nachdem, was wir da halt für Materialien halt wirklich verwenden, ob wir jetzt zum Beispiel wie mehr beim Pkw-Reifen ein bisschen Kunststoff benutzen oder ob wir halt Stahl halt benutzen, können wir dann halt auch die Eigenschaften davon einstellen. Und manchmal kommt es bei so einer Stahllage halt auch tatsächlich auf die Länge an, ja, weil je nachdem, wie sehr ich jetzt hier den Lagenumschlag dann auch tatsächlich gestalte, ja, dementsprechend kann mein Auto dann halt fahren. Ja. Kommen wir zum Kontaktgummi. Ja, das ist nämlich das, was ihr dann tatsächlich auch seht. Ja. Kann halt eine ganze Menge beeinflussen. Und da kommen wir dann auch wirklich in die richtigen technischen Geschichten dann auch wirklich rein, weil wir können erstmal natürlich eine ganze Menge simulieren. Ja. Bevor wir wirklich so einen Reifen dann auch wirklich auf die Straße bringen, können wir halt zunächst mal wirklich gucken, wie würde denn beispielsweise bei so einem Abrollen, ja, hier der Reifen dann tatsächlich abreiben dann vielleicht auch, wenn ihr ein bisschen schärfer fahrt oder nicht. Ja, das können wir dann halt auch so bis zu einem ganzen Reifen dann auch wirklich simulieren und je nachdem, wie viel ja, Spaß ihr dann halt dabei beim Fahren halt habt, könnt ihr halt das Profil gestalten. Das gibt es natürlich dann auch in real. Manche Leute haben halt einen Spiegel über dem Bett hängen. Ja? Wir haben eine Glasscheibe auf dem Boden mit einer Kamera drin. Und da können wir dann mal sehen, wie sich so ein Profil dann auch wirklich verhält, ja? Wenn wir ja, beispielsweise an der Ampel und uns mit dem Nachbarn mal ein bisschen anzwinkern, ja, und da mal richtig Gas geben, dann kann man nämlich sehen, wie hier gleich die Profilblöcke einfach mal flockig aufschnappen. Ja. Und das geht gleich los und jetzt flapp, 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 flapp. So viel Bewegung ist dann nämlich wirklich in dem Profil dann auch ordentlich drin. Ja. So, das sieht jetzt erstmal sehr martialisch aus. Das ist eine typische Testmaschine. Und damit testen wir auch tatsächlich die Reifen, meistens aber nur einmal, ja, und weil wir tatsächlich testen, wenn ihr jetzt über einen Nagel fahrt, was passiert denn damit eigentlich, ja. Auch das können wir simulieren und auch uns genau ein bisschen angucken und
Fantasie ist das, was zwischen euren Ohren letztendlich stattfindet, aber wir sehen auch tatsächlich, wie halt die Gürtellagen tatsächlich hier jetzt deformiert werden. Und letztendlich besteht halt ein Gummi insofern aus viel, viel mehr als auch tatsächlich nur schwarzes Gummi. Man kann diese Sachen vor allen Dingen auch noch sehen, ja, wirklich, wenn ihr mal so einen Reifen aufschneiden wollt beispielsweise. Aber letztendlich hält das alles, wenn es halt verspricht. So, und wenn man jetzt mal tatsächlich guckt, was wir halt alles für Methoden halt haben, um das zu testen, kann ich euch nur eins sagen, ja, und dazu müsst ihr euch mal ganz kurz hinsetzen. Denn eure erste Verbindung zwischen Straße und Auto ist der Reifen. Und das müsst ihr erstmal begreifen. Denn ist die Karre auch voller Technik, kommt ihr trotzdem in Hektik, wenn eure Reifen sich versteifen und an einer engen Kurve nicht greifen. Okay, dann wart ihr tendenziell wohl eher zu schnell. Und trotzdem fangt ihr an zu pfeifen, wenn die Reifen greifen und ihr die Kurve trotzdem schafft. Okay, dann denkt doch mal in euren Dankgebet neben Gott und ESP und glaubt mir, das tut keinem weh, auch an so einen netten Ingenieur, der entwickelte diesen Reifen, mit einigen Features, ihr habt es gehört, die in solchen Situationen nicht kneifen, und empört euch nicht über den Preis, denn Qualität und Sicherheit gibt es nicht für ein Eis. Dankeschön.